Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Offenbar gibt es etwas, das ich mir unbedingt anschauen muss. Zumindest laut Mysterion, aka Kenny, wie wir ja jetzt wissen. Hatte ich mir zwar schon irgendwie gedacht, wagte es aber nicht, den Gedanken auszusprechen. Aber ganz interessant. Irgendwo musste Kenny ja auch bleiben. Ist nur so ungewohnt, dass man ihn mal sprechen hört, ne? Das ist ja hier so das Interessante, dass er auf einmal mit so einer Stimme kommt. Ach, da war ich schon bei gewesen. Na, dann kann ich noch irgendwo was bekommen. Ich will hier doch vorbei. Victory. Oh, Kacke! Wie lange habe ich geschlafen? Habe ich was verpasst? Okay, Mann, peace out! Das sieht hier ja nicht sonderlich freundlich aus, um ehrlich Ich zu sein. dachte an ihr unbegrenztes Volumen in Details. Aber wir können hier ja mal ein bisschen Randale machen. Ein Kampf hier, ein Kampf Es ist ein da. Fehler, sich mit uns anzulegen. Ein Kampf ist einfach wunderbar. Du schaffst das! Ja, ich bin ja schon dabei, es zu schaffen. Immer mit die Ruhe und dann mit dem Ruck. So sagte Mutti schon immer. Na dann, Hals und Bein hoch. Ja, nee, ist klar. So, einmal hier ja, durchradern. Sichtbare sterben nicht. So, wollen wir da erstmal so ein niederschlagen oder wie machen wir das am besten? Nee, ich glaube, ich mache den hier. Das könnte gut. Oh ja, das könnte sich gut ausgehen. Zumindest so, wie ich den Plan bisher habe. Und bzzzt. Du hast deine Fotos gesichert. Laser online. Das ist nicht ganz so einfach. Na komm, dann mache ich mal hier auf den hier. Muss ja auch jemand machen. Cool, Troll im eigenen Saft geschmort. Scheiße, ich habe nicht die Reichweite, wie ich sie mir erhofft habe. Ich dachte, ich könnte ein Feld weitergehen. Aber Pustekuchen ist nicht. Dann eben nur zwei Stück. Ist etwas schade. Wieso habe ich so eine scheiß Bewegungsrate? Nö. Ich glaube, ich hau dich lieber mal zu Klump. Wenn du schon da bist. Ach nee, hier. So, zack. Und zack. Und das müsste schon längst gereicht haben. Warte mal, dann hau ich auch noch den hier ein bisschen. Ja. Blitzfreak, tischt los. So kann man arbeiten. Ach so, ja, Blitzfreak ist dran. Freak ist dran. Dann wollen wir doch mal. Oder hier. Nee, so. Machen wir mal von hier aus. Oder was ist, wenn ich. Mit meinem Super Speed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Na, der wäre natürlich auch eine Idee wert. Ja, komm. Ich gönn mir mal. Du schaffst das. Können wir es schaffen? Jo, wir schaffen das. Los, Mensch, freu dich und oh, das wird jetzt wehtun. Vorsicht, du bist verwundbar. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Ja, immer mit die Ruhe. Oder mit dem Ruck, wie ich schon gesagt habe. Und. Ich könnte das glatt liken. Es ist keine Zeit. Nein. Ja. Pew, pew. Kleiner Rückschlag. Weggepewt. Schön mit dir zusammenzuarbeiten. Und jetzt kommt. Nach dem Pew kommt jetzt ein Buff. Oder nee, eher so ein Brutzelbuff. Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. So, ich hoffe, das Bluten macht ihn nicht gleich tot. Nee. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. So geht das. Gewürfelte Krebswange. Jawohl, das klingt doch lecker. Jimbo's Guns. Mal sehen, was wir hier so Schönes bekommen. Juhu!
Das Kind mit dem tödlichen Rektum. Oh yeah. Ich war gestern Abend im Hippo und habe meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Ah. Ich glaube, wir sollten ins Peppermint Hippo auf jeden Fall gehen. Ich war gestern Abend im Hippo und habe meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Wir haben ja sonst nichts zu tun, habe ich mir sagen lassen. Warte. Da haben wir doch was. Haha. Gibt es hier sonst noch irgendwas Schönes? Na, howdy. Vielleicht ein Yaoi-Bildchen oder so? Oder irgendwas anderes, was man hier abhacken kann? Nö. Aber wir können ins Peppermint Hippos auf jeden Fall. Das ist ja gleich auf dem Weg. Klingt nach einer Idee. Tihihi. Lasst schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Oder? Wie könntest Warte du auch? Lasst schwule Fische, schwule Fische sein. Da kommt als nächstes. Die ganze Zeit dieselbe Frage. Was wohl der schwule Fisch gerade macht? Das ist meine große Herausforderung. Und schon wieder geht es um die schwulen Fische. Was auch sonst. Und ab ins Peppermint Hippo. Hier wird sich doch wohl sicherlich irgendwas finden lassen. Warte. Ach, ich muss hier erstmal. Na gut, dann brauchen wir eben so einen kleinen Tritt hier. Und zack, 6 von 8 sogar schon. Das geht ja richtig fix jetzt gerade. Müssen wir nur noch die Geldbörse finden. Oh Mann, das Kind von gestern Abend, das mir den Drink versaut und der Bedienung kein Trinkgeld gegeben hat. Die Frage ist jetzt nur, wo wir es finden werden. Haha. Die große Frage, der sich alles unterordnet. In welchen der Räumlichkeiten? Wo ist die Geldbörse? Wann treten Sie auf der Hauptbühne auf, Madam? Ich bin keine Madam. Mal kurz gucken, ob ich hier was finde. Willst du dir noch einen Furz-Cocktail mischen? Oh yeah. Die Reiberute von Gargantua. Was ist denn das für ein weihnachtliches Design? Gin Tonic. Missionsgegenstand. Verkaufen. Wobei, wir müssen ja gerade nicht wirklich was verkaufen. So, ich brauche eine Geldbörse, ein Portemonnaie. Ja, ich habe noch die alte Schreibweise. Mit der neuen komme ich nicht so ganz zurecht. Hä? Und kaputt oder so ähnlich. Nee, da finde ich es auch nicht wirklich. Soll das etwa dein Stripclub-Outfit sein? Ah, ich bin hier hinter, ist ja geil. Employee Daycare, das ist ja der Hammer. Das ist echt der Brüller. Wusste ich gar nicht, dass man dahinter kommen kann. Ha! VIP-Bereich? Wieso kann ich hier nicht hin? Ist das noch immer vom Furz geschehen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ah, Jimbos Brieftasche. Fiel mir vorhin schon so ein bisschen ins Auge, aber ich dachte, mich täuschen meine Äugleins nur. Na nö, dann können wir ja guten Gewissens zurück zu Jimbo gehen und uns unsere Belohnung abholen. Ha! Wenn das mal nix ist. Auf dem Weg noch irgendwas, was ich vertrimmen kann oder eher nicht? Nö, schaut nicht so aus derzeit. Gott, die schauen alle so ernst rein. Es ist doch hier alles supidupi noch. Mitch Conner macht das schon alles. Geil, du hast ihn gefunden. Hör zu, Selbstjustizler. Falls du mal ein Problem hast, ruf mich und Ned. Wir feuern dann so lange auf dein Problem, bis es keins mehr ist. Ah, die nächste Beschwörung. Was kann ich für dich tun?
Ja. Yeah. Ein Amateurfunkgerät, Ned und Jimbo. Okay, jetzt kann ich zumindest einkaufen. Ich hab neue Ware auf Lager, Wunderarsch. Ja, Baby. Panzeranzugrezept. Ja, das sieht mal nach richtigem Gerät aus, auf jeden Fall. Brauchen wir hier noch irgendetwas? Nö, ich glaube weniger. Okama Traumbox. Kriegswelpe. Was darf sein, Superheld? Weidmanns Heil, Wunderarsch. So, wo sollen wir als nächstes hin? Müssen wir ja mal schauen hier. Wir haben hier einmal die letzte Kopfaufnahme muss da noch irgendwo hin, ja. Fürze aus Zukunft und Vergangenheit. Klingt ja mal ganz anständig. So, das sind die Katzen. Ja, hier haben wir die Yaoi-Bilder. Genau, das waren die Kopfaufnahmen. Nö, ich glaube, wir sollten dann tatsächlich zum Rathaus gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Okidoki, dann gehen wir einmal hier die Straße runter und dann sind wir ja auch schon so gut wie da. Na, wo hocken die denn alle? Yeah! Wuhu! Gewonnen, Bitches! Gewonnen! Yeah! What? Mensch, Hanna ist Bürgermeister! Der krempelt den Laden um! Ist endlich Justiz, yeah! Verdammt an den Spaß am Vollzug! Na, dann gucken wir mal vorbei, was hier so abgeht. Kampf gegen die Polizei, oder was? Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster. Fickt euch, Leute. Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh, nein. Oh, doch. Vorbei. Das war's. Aber das darf's nicht gewesen sein. Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. Morgan Freeman, yes! Wie ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Naja, es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Taco-Laden, wir müssen das beheben. Das mache ich doch gerne. Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Damit bin auch ich gemeint. Wenn der Selbstjustizler einsetzt. Freeman's Tacos. Ja, einmal hier offenbar entlang gewatschelt. Klingt gut. So, lasst mich durch. Ich bin ein Selbstjustizler. Einmal durchlassen. Zack. So viel Selbstjustiz muss sein. Rümpelpömpel, da bin ich schon. Mehr oder weniger. Ah, der Teleport, der lohnt ja gar nicht mehr. Ich bin ja schon so gut wie da. Ich muss nur noch ankommen. Da sind wir. Wunderbärchen. Okay, Wunderarsch ist da. Dann reden wir mal mit Freeman. Freeman hilft uns, Cartman aufzuhalten. Wir sollten ihn jetzt noch aufhalten. Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Naja, deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen irgendwie zurückgehen. Und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Das ist der siebenschichtige Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Okay. Gegessen hat. Furzt er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Oh doch, ein Zurück in der Zeit gibt es schon. Du hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt, hast du verstanden? Für einen Jungen bist du irgendwie ziemlich weiblich. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Oh ja, ich bin bereit. Oh,
Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Okay, wollen wir jetzt mal die Erde erbeben lassen und in ihren Grundfesten erschüttern. Oh mein Gott, das drückt, das drückt. Scheiße! Oh. Oh ja, es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Ich glaub sowas von an mich. Oh nein, du hast nicht an dich geglaubt. Du hast nicht an dich geglaubt. Okay, wo bin ich jetzt? Mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Hier hat's geblinkert oder so. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte, hier wäre irgendwas zu holen. Offenbar nicht. Wo sind wir denn gelandet in der Zeit? Frohe Weihnachten! Weihnachten offenbar, ja. Und Mitch Connor ist noch immer da. Es ist Weihnachten. Saufen wir uns zu. Offenbar Zukunft, würde ich mal behaupten. Was zur Hölle? Zu spät. Wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist. Ich habe keinen siebenschichtigen... Ihr wisst schon was. Es klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen. Das wäre rektakulär. Scheiße. Toolshed hat recht. Er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Ja, ich hab doch an mich geglaubt. Frohe Weihnachten, Tim. Ich bin sowas von am Arsch. Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diese Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs. Da ist doch gegen keinen Schluck nichts einzumachen. Oh Gott, die schon wieder. Bitte was? Oh oh, niedliche Tiere. Das wird hardcore. Ernst, Leute, wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn. Okay, die Woodland Critters. Hey, der Selbstjustizler, den die Bürgermeisterin meinte. Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was. Yeah, yeah, yeah. Nein, nein. Ihr werdet sterben. Wo es Verbrechen gibt, ist nichts ist schlimmer als knuddelige Viecher. Ja, wollen wir doch gleich mal ein bisschen mit Prügelei anfangen, oder? Ja komm, wir prügeln uns mal durch die Zeit hier. Ja, immer erst aufs Bärchi drauf. So ist es richtig. Denkst du dich? Wenn Kinder töten falsch ist, möchte ich nicht recht haben. Ha, jetzt tut's weh, glaube ich. Ei, das tut wirklich weh. Du was? Kann man diesen Alter, Kampf überleben? Können wir nicht besiegen. Die killen uns. Es ist aus. Sekunde mal. Es ist Weihnachten. Ich weiß, wer uns helfen kann. Wunderarsch, du musst zu Jesus beten. Okay. Ja, natürlich. Du musst fest an Christus glauben. Verstehst du? Bete zu Jesus, Wunderarsch. Das ist unsere einzige Hoffnung. What the hell? Ich muss jetzt beten, offenbar. Okay, dann wollen wir doch mal richtig beten, ja. Dass die Kinnlade runterklappt. Du musst noch mehr zu Christus beten. Bete für seine Erlösung. Komm schon, naja. Ich bete doch schon, dass mein Finger abstirbt. Bete zu Christus, oder wir sind tot. Ja, ich bete. Ich glaube. Ich bin da. Er hat's geschafft. Da kommt jemand. Jesus, komm hernieder. Oder so ähnlich. Ah ne, der Weihnachtsmann, auch gut. Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot. Ho, 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 ja. Okay. Seht mal, der Weihnachtsmann. Weihnachten ist etwas vorbei irgendwie. Ja, essen wir sein Fleisch. Heil Satan. Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder. Santa prügelt die Scheiße aus euch ab. Oh yeah, bin ich jetzt mit Santa zusammen im Team oder was? Oh Mist, wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht.
Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi. Sei nicht traurig, Baby. Ich kann mich selbst opfern. Hurra! Die sind so krank. Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf. Ja, ich darf tatsächlich mit Santa spielen. Perfekt. Ach, da sind ja auch noch welche. Wie scheiße ist das denn? Kümmern wir uns, glaube ich, erstmal um diese Seite. Oder auch nicht. Weil, doch, ich erwische den sogar. Perfekt. Wunderbar. Dann kümmern wir uns erstmal um die Seite und dann kommt die andere dran. Hau sie weg, Neuer! Nein, ihr macht mal hier so ein kleines bisschen Pause. Sag tschüss zu deinem Zug. Heil Satan, ich bin dran. Autsch, was soll das? What? Ich hoffe, ihr Kinder seid nicht zart beseitet. Gleich wird's heftig. Alter, sind die Dinger fies. Wieso? Wieso sind die so heftig? Ich hab keine Angst. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen, wenn wir Gottes Kinder abgeschlachtet haben. Warum? Runter wie ein Rehkitz. Es liegt was in der Luft, der jungen Kite. Alter, ey. Was sollen wir sonst tun? Ich weiß es nicht. Oh, die werden langsam ein wenig knapp, die Margaroni-Bilders. Muss ich ja mal zugeben. Ein Wunder, Judenpfadfinder Ehrenwort. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alle Halleluja. Vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Erst Jesus, dann auch noch mein super best friend. Das ist ja immer besser. Nee. Tod und Schmerz warten. Genau. So, einmal schön zurückstoßen. Au. Der Weihnachtsmann brennt. Hier kommt mal Sperli. Oh. Naja, ging ja noch mal gut. Jetzt aber schnell. Ja. Passt schon. Es ist schon Zeit, ihr Fieslinge. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ja, wird schon irgendwie hinhauen. Hoffe ich. Und reicht das? Du schaffst das, Wunderarm. Es reicht. Und ich bin unsichtbar. Und brenne. Ups, ich kann nichts machen. Callgirl hat eine Nummer. Ich kann ja mal hier kurz gucken. Was haben wir denn noch so hier unter unseren Super Best Friends? Wir haben Classys Brenner zum Beispiel. Drogenfläschchen. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Haben wir nicht hier unser... Da ist es! Amateurfunkgerät. Nochmal kurz gucken. Ich glaube, das könnte gut Schaden machen auf jeden Fall. Ja, komm, machen wir. Einmal hier so richtig Rampage Mode von Classy. Oh shit, nein. Wer ist der Pimp? Ja, bitch, du bist tot. Und auf geht's. Och nö, du musst nicht kommen. Das war super, danke. Ich bin wieder bereit zu töten. Laserbehandlung gefällig? Diese Viecher sind irgendwie krank. Genau, das haben wir ja auch noch.
Ja, machen wir mal das. Das haben wir ja auch noch nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt. Na, was kommt jetzt? Es kommt direkt auf uns zu. Wui. Na, wenn das mal nicht ein Kämpfchen ist bisher. Die Gelegenheit für die Augenlaser. Was macht das? Lebkuchenmann. Waldbewohner hassen Lebkuchen. Das klingt ja eigentlich nach einem validen Trick hier. Boah, da möchte ich mal schauen, was da passiert, wenn ich das mache. Ich probiere mal. Ich beobachte euch beim Schlafen. Ah, okay. Das probieren wir nochmal anders aus. Mal kurz gucken, was das Ding macht. Lebkuchen! Autsch, das tut mir jetzt schon weh. Bereit, Gas zu geben? Nee, das ist nicht so gut. Ich kann hier sowas machen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Verflixt nochmal! Los, Wunderarsch! Ich bin irgendwie blockiert. Aber ich kann hier so ein Rundumschlägchen machen hier. Wenn das mal nicht nach was klingt, weiß ich auch nicht. Oh, Kalarabombs. Cooler Move. Hat mich unterhalten wie ein TV-Mehrteiler über mehrere Abende. Denn so schnell nehme ich die Dinge wahr. Oh Mann, ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ei, das ging doch mal so gerade gut. Stellt ein anderes satanistisches Ritual, ihr blöden Rotzlöffel. Okay, tatsächlich werde ich jetzt erstmal der Lebkuchen angegriffen. Ach komm, sie kann ich wiederbeleben, das ist nicht so das große Problem. Da mache ich lieber einmal ordentlich Schaden anrichten. Alter, warum so ein heftiger Kampf? Das killt einen doch richtig. Und jetzt. Ach, sie ist gar nicht tot. Ich bin irgendwie fast schon ein bisschen erstaunt. Ah, die scheiß Rentiere blockieren mich. Was zur Hölle? Ja, das nenne ich Schaden. Ich brenne. Jetzt komme ich. Oh oh. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche mal ein maximales Wiederbelebungsserum. Ganz, ganz dringend. So, erhebe dich. Und dann darfst du, glaube ich, sogar nochmal ran, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube sogar richtig. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Na, dann wollen wir mal. Piu! Oh oh. Und die nächste. Und ab die Post. Ja, kümmern wir uns erstmal darum. Da wird die Nacht doch gleich noch stiller. Mach sie fertig, Saftsack! Genau, bleiben wir mal bei dem guten alten Serum, wollte ich schon sagen. Aber dann darf sie zumindest gleich wieder ran, das ist schon mal ganz brauchbar. Gell? Ich brenne! Zeigen wir es den Scheiß-Trollen!
Oh, hätte ich mal das vormachen müssen. Aber egal. Jetzt geht's einfach nur brutal um Schaden. Ja, nicht besonders fotogen. Fast. Aber auch nur fast. Warte mal, ich kann hier eigentlich... Da habe ich mal Bock drauf. Ey. Achso. Na gut, dann eben. Ey. Hä? Deine Furze hauen voll. Ach, Mist. Wollte nicht so, wie ich wollte. Warm und gemütlich. Jo, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das war episch. Kabams. Jungenkeit ist startbereit. Der nächste bitte mehr oder weniger. Ich hoffe, dir hat die Laserwaffe. Ich glaube, wir schaffen das noch. Direkt von Satan. Das überlebt man doch. Beeilen wir uns. Ja, wunderbar. Da komme ich an beide ran. Perfekto. Und weg mit euch. Zurück in die Schatten. Ein sehr, sehr harter Kampf. Aber geschafft. Von daher alles nehmen und weiter geht die Post. Ja. Danke für die Hilfe, Santa. Keine Ursache, Kinder. Aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Das frage ich mich auch. In der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Ah, verstehe. Okay, dann lass mal deinen Arsch zusammenflicken. Mit dem besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Zur Abtreibungsklinik. Okay. Dann speichern wir doch mal an dieser Stelle hier und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es offenbar in die Abtreibungsklinik geht, um unser Arschloch zu flicken. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ho ho ho, bis bald. Ciao, ciao.